2018 mussten Alles, was zählt Fans ganz stark sein, als Tanja Schewtschenko ihr Serienaus verkündete. Auf Instagram schreibt Tanja, sie habe sogar viele böse Nachrichten bekommen, da ihre Anhänger richtig sauer gewesen wären. Aber auch sie selbst hatte daran zu nagen, denn es war nicht ihre eigene Entscheidung, wie sie im Promi-Flash-Interview nun verriet. 2018 war kein freiwilliger Ausstieg aus der Serie. Die Autoren hatten keine Geschichte mehr für meine Rolle. Tanjas Figur Diana zog nach Las Vegas, um einen neuen Job anzutreten, nachdem ihr Ex-Partner Ingo, gespielt von André Dietz, nach Afrika zog. Das ist schon der zweite Ausstieg für Tanja. Bereits seit der ersten Folge der Vorabendserie im Jahr 2006 verkörperte sie die Diana. Von 2009 bis 2016 legte sie schon einmal eine Pause ein. Könnte Diana also erneut wiederkehren? Ausgeschlossen ist das nicht. Im Gespräch erklärte Tanja, sie wolle auf jeden Fall wieder schauspielern. Ob sie dazu wieder Platz in der beliebten RTL-Soap findet, bleibt abzuwarten. Aktuell dürfte das aber kein Thema sein. Tanja Schewtschenko erwartet nämlich wieder Nachwuchs.